Ja, herzlich willkommen zurück, der Audi Star Talk mit Dietmar Hopp. Wir alle, Herr Hopp, wann immer du die Zeitung aufschlägst und immer du irgendeine Fernsehsendung einschaltest, man sieht immer die sorgenvolle Angela Merkel, man sieht und hört ganz viel über Griechenland. Ich habe erstmal eine Frage zu Griechenland selber, weil ich es nicht beurteilen kann, aber Sie vielleicht. Sollte man denen den Stecker rausziehen oder muss man denen helfen? Also ich muss sagen, dass ich auch Probleme habe zu verstehen, dass das so wichtig ist, dass Griechenland in der Währungsunion bleibt. Es muss da übergeordnete Interessen geben, dass bestimmte Länder mit viel Einfluss, vielleicht Frankreich, mehr verliert, wenn die Griechen pleite gehen als andere. Und deshalb ist es möglicherweise ein Muss. Aber ich glaube, der Webfehler ist gemacht worden bei der Einführung des Euro. Wenn Sie sich erinnern, bevor der Euro kam, ist doch regelmäßig der Franc, die Peseten, die Lira gegenüber der D-Mark abgewertet worden. Ja, die Lira, da konntest du ja früher jeden Monat noch eine Null hinten dran. Richtig, ja. Und warum ausgerechnet mit Einführung des Euro dann das beendet sein soll, das habe ich damals nicht verstanden, aber habe gedacht, naja, die müssen es besser wissen. Aber sie haben es nicht besser gewusst. Der Henkel, der ehemalige IBM-Chef, der hat jetzt gesagt, lasst uns doch einen Nordeuro und einen Südeuro machen, aber im Nordeuro wären halt nur Deutschland, ich glaube Dänemark noch und Frankreich Wackelkandidat. Das Ganze ist sehr, sehr problematisch. Was ich heute gelesen habe in unserer Zeitung, da stand, was in Griechenland alles gefördert wird. Da gibt es Sonderzulagen für Spritzwasser bei Leuten, die auf der Fähre beschäftigt sind. 800, wie viel Euro im Monat, wenn sie bespritzt werden mit Wasser. Die haben sich natürlich alle bespritzt. Also völlig groteske Dinge. Lesen Sie mal Rhein-Neckar Zeitung. Wahrscheinlich steht es auch in anderen. Und, die ist in München schwierig zu kriegen. Ich schicke Ihnen. Und jetzt sind die Leute auf der Straße und ein Generalstreik droht. Und Abgeordnete haben schon angekündigt, dass sie den Papandreou nicht mehr unterstützen, obwohl sie bei der Vertrauensfrage für ihn gestimmt haben. Also wahrscheinlich ziehen die Griechen selbst den Stecker. Wenn sie das tun und man rennt ihnen hinterher, macht man, glaube ich, einen Riesenfehler. Das heißt also, wenn jetzt sozusagen die Sparmaßnahmen ablehnen, wenn sie nicht aufhören, Tausenden von Toten noch Rente zu zahlen, was auch passiert ist, dann sind sie doch gar nicht zu retten. Also der Sparplan ist natürlich gewaltig. Ich habe mal da reingelesen, das war in der Welt am Sonntag gegenübergestellt, Deutschland, Griechenland, was wir sparen müssten in Relation zu dem, was da gefordert ist, ist wahrscheinlich fast nicht machbar, auch wenn man die brutalen Auswüchse, die es dort gibt, beseitigt hat. Aber ich weiß nicht, warum man denen nicht ihre Währung zurückgibt und sie dann eben durch Auf- und Abwertung, also in dem Fall halt durch Abwertung, konkurrenzfähig hält. Wenn Sie Bundeskanzlerin können Sie ja nicht sein, aber wenn Sie Bundeskanzler wären, kann ich auch nicht. Was würden Sie jetzt in der Situation machen? Ich meine, wir hocken jetzt gemütlich beieinander und reden drüber, aber die Frau Merkel muss eine Entscheidung treffen. Was würden Sie an Ihrer Stelle entscheiden? Ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert. Da wird sich ja völlig anders geredet wie öffentlich. Und natürlich gibt es gewaltige Zwänge. Ich habe jetzt gelesen, dass die Amerikaner so drauf drängen, Griechenland zu retten, weil wichtige amerikanische Banken europäische Banken versichert haben gegen Kreditausfall. Dann wackeln die wieder. Also, wenn das kleine Griechenland unser Gebilde wieder so erschüttern kann wie die Lehman-Pleite, also das war ja schon nur der Auslöser, dass die brutalen Auswüchse an die Oberfläche kamen.
Wenn das alles so fragil ist, dann investieren wir lieber weiter in Fußball. Ich will Ihnen eins ganz ehrlich sagen, und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten hier im Raum und wahrscheinlich auch ganz vielen zu Hause am Fernseher. Wenn man in diesen Tagen das alles liest und hört, da bekommt man es wirklich auch ein bisschen mit der Angst zu tun, weil man ständig den Eindruck hat, irgendwie steht alles kurz vor dem Zusammenbruch. Was würden Sie uns denn raten? Soll man jetzt die Nerven behalten? Soll man jetzt sofort irgendwie in den Laden laufen und Gold kaufen? Oder ich weiß nicht, was würden Sie uns raten? Ja, Sie verstehen also, was von Geld, sagen Sie es. Ich weiß es ja selber nicht, aber in jedem Fall Nerven behalten. Jetzt würde ich nicht Gold hotten und auch nicht Immobilien, denn dann ist die Immobilienblase da. Heute sind ja so schnell die Blasen da, das ist ja unglaublich. Also als ich heute gelesen habe, dass es wieder mehr Derivate und Zockerei und Wetten gibt unter den Banken als vor der Lehman-Pleite, da habe ich auch gedacht, was soll man denn machen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Was machen Sie? Nichts. Nee, wirklich nichts Besonderes. Also ich habe ja investiert in junge Firmen, darüber bin ich froh. Das kann Substanz geben, kann auch zu Verlusten führen. Das ist bei, wenn man junge Unternehmen unterstützt, halt völlig normal. Aber ich werde jetzt das Geld, was ich zur Verfügung habe, nicht schnell in Immobilien stecken, weil da kann man auch ganz gewaltig auf die Schnauze fallen. Sind Sie eher pessimistisch oder optimistisch, was die Zukunft betrifft? Bitte? Sind Sie eher pessimistisch oder eher optimistisch, was die Zukunft betrifft? Boah, ich bin eigentlich immer Optimist gewesen und glaube auch, dass wir da rauskommen, aus dem Schlamm. Danke dafür. Herr Hopp. Es ist gute Tradition in dieser Sendung, dass wir am Ende unserem Gast etwas schenken. Sehen Sie es mir bitte nach, aber ich habe mir gedacht, bei Ihnen, es wird nicht so viele materielle Wünsche geben, die ich Ihnen jetzt zwingend erfüllen kann. Also habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie so ein großer Fan von Fritz Walter waren. So ein leidenschaftlicher Fan von Fritz Walter. Wissen Sie noch, welche Rückennummer der getragen hat im WM-Finale 54? Haben Sie das auch? 10, ne? Nee? Ah, die 9 hat er gehabt. Ne? Der Ottmar hat die 9 gehabt. Die 16 hat er damals getragen, soweit ich das weiß. Das hätte ich jetzt mal gewusst. Ne? Ja? Im WM-Finale 1954 in der ersten Reihe sitzt ein Herr, der Oberschiedsrichter sozusagen, ja? Wie früher beim Großen Preis. Und wir haben uns gedacht, wir schenken Ihnen einen Trikot, wie es damals der Style war, 1954, Ihr eigenes Weltmeistertrikot sozusagen, wenn Sie wollen, und zwar mit der Nummer Ihres Idols und Ihrem Namen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren heute. Dankeschön. Dankeschön. So, und bevor ich mich von Ihnen verabschiede, heißt es natürlich nochmal, glaube ich, gemeinsam auch Daumen drücken unseren Fußballfrauen, denn es wäre natürlich toll, wenn die zum dritten Mal hintereinander Weltmeister würden. Wenn die Silvia Knight das übrigens schaffen würde, was glauben Sie, wäre die nicht mal ein Thema dann auch für den Männerclub? Ist doch eine super Trainerin. Können Sie sich das vorstellen? So, ich glaube, so wenig wie die Birgit Prinz in einer Männermannschaft gespielt hat, so wenig wird die Trainerin also, bei irgendeiner Bundesliga-Mannschaft. Also, dass die Kreisliga, Verbandsliga, auch Oberliga trainieren könnte, glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass sie die Erfahrung hat und das Wissen hat, Bundesliga zu trainieren. Tito Haupt, dann darf ich mich herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie munter. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, der nächste Audi Star Talk am 25. Juli. Darauf freue ich mich sehr und hoffe Sie dann natürlich auch. Wer zu Gast ist, das werden wir Ihnen in nächster Zeit noch verraten. Und unbedingt reinschauen auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/Audi Star Talk. Finden Sie tolle Ausschnitte aus der Sendung, auch Material, das wir zum Teil noch nicht gezeigt haben. Also schauen Sie rein, schönen Abend, bis zum nächsten Mal und danke auch an Sie hier in Neckarsulm. Wiedersehen.